Hau, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe bewusst gesagt, dass es nur ein Video ist und kein Adventskalender-Unboxing, denn heute bekommt ihr in diesem kleinen, kurzen, knappen Video 4 Türchen von dem Purish Adventskalender gespoilert. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, es dauert nicht mehr lange. In exakt 2 Tagen kommt dieser wundervolle Adventskalender bei Purish online. Und wir dürfen euch schon ein paar Facts dazu verraten. Wir, das sind Kati vom Kanal Contra Junkie, Nicole vom Kanal Chiquitas Place. Özlem ist auch mit dabei, aber die wollte nicht spoilern. Und die findet ihr unter dem Namen Ella Nelo hier. Und ich, ja, und die Kolleginnen sind auch in der Infobox verlinkt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne dort vorbeischauen. Denn bei Kati und bei Nicole werdet ihr auch Spoiler sehen. Und zwar auch 4. genau, so sieht der Adventskalender übrigens aus von Purish. Er wird 119,90 Euro kosten, einen Warenwert von 350 Euro beinhalten. Und es wird kein Rabattcode auf diesen Adventskalender geben. Ne? Wir haben eine wunderschöne Schachtel, die du super weiterverwenden kannst. Also ich sehe schon hier die ganzen Kinderspielzeugsachen von meinem kleinen Sohn drin. Wir haben hier auch den Adventskalender, den man super wieder befüllen kann. Der ist jetzt leer, denn ich habe den gerade mit euch zusammen komplett geöffnet. Der kommt in 2 Tagen online, 23.09. um 12 Uhr. Dann kommt der Adventskalender nämlich auch bei Purish selber online. Ne? Und hier kann man das Ganze auch ganz schön öffnen und man hat auch nichts auf diesen Büchschen gebrandet, was ich auch immer, ehrlich gesagt, sehr, sehr schön finde. Und das kommt wieder zurück, denn das ist gar nicht mein Spoiler-Türchen. Ich war die Losfee, beziehungsweise die Dame, die sich neben mir befindet und in einem Gerät drin ist. Ich nenne ihren Namen nicht, denn sonst reagiert die schon wieder auf mich. Und ja, ich spoiler jetzt mal, okay? Ja, denn hier haben wir die Nummer 4 und drin enthalten ist eine Originalgröße von dem Hair Burst Hydrating and Balancing Scalp Tonic mit Niacinamid und Hyaluronsäure. Hier haben wir 100 ml drin enthalten und das ist ein, ja, Produkt, das habe ich eben nämlich auch noch mir so ein bisschen angelesen. Dieses Produkt soll die Kopfhaut beruhigen, es soll sie nähren, es soll die Reizung, die wenn es hier so juckt oder so, auch wegmachen. Und das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Also ich bin da sehr, sehr gespannt drauf und finde es auch echt schön, dass wir hier oben auch so einen Applikator haben, dass man das auch direkt auftragen kann. Hier kommt dann das Produkt direkt raus. Ich habe da eben schon ein bisschen mit rumgesaugt. Und genau, da bin ich gespannt drauf. Vor allem kenne ich von der Marke noch gar nicht so viel. Und wir haben in dem Adventskalender von Purish, das kann ich euch ja auch verraten, Haarpflege drin enthalten, offensichtlich. Wir haben hier Make-up-Produkte drin enthalten und auch Skincare. Ich habe, glaube ich, nichts zum Bodycare gefunden, also für Körperpflege. Dann schauen wir mal in die Nummer 9, denn da dürfen wir uns über diese scheinbar neue Mascara von Mesauda freuen. Wusste ich nicht, dass die irgendwie rausgekommen ist, gar keine Ahnung. Mesauda Emphasize Mascara, das sind 13,5 ml drin, das ist auch wieder eine Originalgröße. Und die ist vom Design her sehr interessant. Schreibt gerne in die Kommentare, an welche Marke euch dieses Verpackungsdesign erinnert. Fand ich schon sehr interessant, ne? Genau, und ich den Vorvorgänger von dieser Mascara habe ich so hart gefeiert. Mal gucken, wie die auf meinen Wimpern performen wird. Ich werde euch auch einen kleinen Einspieler dazu drehen und auch gleich mal einblenden. So sieht die Bürste aus. Das ist ein Faserbürstchen, was so erdnussförmig ist. Und hier seht ihr, wie ich die auftrage. Ich bin sehr gespannt, ob die bei mir Wawawum machen wird. Ich vermute, dass sie mir ordentlich Volumen und Länge zaubern wird. Also das machen normalerweise diese Bürstchen. Da geht die Party auf jeden Fall ab. Ja, und die nächsten beiden, das sind zwei, wie soll ich das sagen? Zwei von der gleichen Produktkategorie. So, einmal habe ich hier am 15. Dezember von Lumen ein Produkt, was ich auch aktuell in Anwendung habe. Da musste ich echt schmunzeln. Das ist Nordic Sea, die Glow Boost Essence mit 15 ml. Da hatte ich euch ja auch den Adventskalender von Lumen ausgepackt. Und Leute, von heute, der ist ja wirklich auch super beliebt gewesen. Zu Recht. Also der ist wirklich auch gut bestückt gewesen. Ne? Übrigens finden wir auch in dem Purish Adventskalender fast eine komplette Skincare-Routine. Ich kann ja ein bisschen spoilern, ne? Ja, dann habe ich hier die Nordic Sea Glow Boost Essence, habe ich eben schon gesagt, in dieser matten Verpackung. Wobei ich nicht weiß, meine, die ich aktuell in Anwendung habe, ist irgendwie glänzend. Keine Ahnung. Muss ich nochmal gucken, ob das wirklich das gleiche Produkt ist. Finde ich sehr schön. Ich mag gerne Vitamin C. Meine Haut mag gerne Vitamin C. Und das gibt halt Strahlkraft, weil das halt ja auch irgendwie gut was mit der Haut anstellt, ne? Und auch Zellstoffwechsel anregt und so weiter. Und ja, deswegen verwende ich das super gerne morgens. Und
fühle mich damit einfach wohl. Vor allem genau dieses Produkt. Ich fand das so witzig, als ich das gesehen habe, dass das dann auch mein Sneak Peek Produkt ist. Okay, dann kommen wir zu der Nummer 23. Ein Tag vor Heiligabend. Auch da habe ich ein Serum drin. Und zwar von Geek & Gorgeous, das Power Peptides Pro Collagen Multipeptide Serum. 30 Milliliter sind hier drin enthalten und auch Peptide ist etwas, was ich mit meiner Haut sehr, sehr gut gebrauchen kann. Also die Nummern, die ich ausgelost habe, das kam halt irgendwie wie gerufen. Warum ich mich über dieses Serum in dem Adventskalender nicht so ultimativ gefreut habe, seht ihr dann in 2 Tagen im Unboxing. Ich muss ja auch ein bisschen hier Spannungsbogen aufbauen. Ne? Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, sehr, sehr schön. Und ich habe auch bis gestern Abend tatsächlich auch noch ein Kollagenserum unten bei mir in Anwendung gehabt. Und vielleicht nehme ich das dann danach in Anwendung. Muss ich mal schauen, da müsste ich das jetzt gleich einfach mal mit runternehmen. Ne? Finde ich auf jeden Fall echt cool, dass wir ein so mildes Serum hier mit drin haben. Und genau, ne? Dass das auch das 4. Sneak Peek Produkt ist, was ich euch mit auf den Weg geben durfte. Denn das waren auch schon meine Sneak Peeks. Mehr darf ich euch gar nicht verraten eigentlich. Und da würde ich einfach sagen oder auch verweisen auf meine Kollegin. Ich habe das gerade nicht wieder zusammengebaut. Und zwar Kati, Contra Junkie, in der Infobox verlinkt. Nicole, Chiquitas Place, natürlich auch in der Infobox verlinkt. Schaut gerne bei meinen Kolleginnen vorbei und freut euch auf den Adventskalender. Der ist nämlich echt schön. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.